Muss man bei einem OLED-Fernseher Angst vor Burn-In haben? Beziehungsweise, was kann man dagegen tun? Hallo, hier ist Fitos von HiFi.de. Ich erkläre in diesem Video, was Burn-In ist, wie es dazu kommt, ob die Angst davor berechtigt ist und wie du es bei deinem OLED-Fernseher vermeiden oder sogar beseitigen kannst. Wenn dir dieses Video gefällt, zeig es uns am besten mit deinem Abo. Dann können wir in Zukunft auch noch mehr in die Richtung machen. Jetzt schon vielen Dank dafür. Vielleicht noch eine Sache vorweg. Das Thema kann sehr schnell sehr kompliziert werden. Hä? Daher versuchen wir, auf einem verständlichen Level zu bleiben und uns auf die relevanten Informationen zu beschränken. Falls bei dir eine Frage offen bleibt, stell sie einfach in den Kommentaren. Dann können wir uns damit später noch befassen. Burn-In steht für eingebrannte Bilder bei Bildschirmen. Also wenn sehr lange statische Bilder angezeigt werden, dann kann davon so eine Art Schatten bleiben. Das gab es schon früher, zum Beispiel bei CRT- oder Plasmabildschirmen. LCD-TVs, wo ja auch QLED- oder Mini-LED-Fernseher dazuzählen, haben das Problem aber nicht. Bei OLEDs kann es aber wieder zu Burn-In kommen. OLEDs zeichnen sich ja dadurch aus, dass jedes Pixel selbst leuchtet und wenn dann bestimmte Pixel immer in derselben Farbe über sehr lange Zeiträume leuchten, dann können diese eben an Leuchtkraft einbüßen. Die Paradebeispiele dafür sind Nachrichtenbalken, die Spielstandanzeige beim Fußball oder eben Anzeigen beim Gaming. Die spannendste Frage ist jetzt, ob es heutzutage auch noch zu Burn-In kommen kann. Die schnelle Antwort: bei LCD-TVs sowieso nicht. Und bei einer normalen Nutzung eines aktuellen OLED-Fernsehers sollte es auch nicht zu Burn-In kommen. Klar, eine hundertprozentige Aussage war das jetzt nicht. Aber die Zeit, die statischer Inhalt angezeigt werden müsste, damit es zu Burn-In kommt, ist so lang, dass wirklich fast jeder das Risiko getrost vernachlässigen kann. Außerdem hängt es auch einfach von super vielen Faktoren ab. Wie hell und wie großflächig sind die Inhalte? Wie ist der TV eingestellt? Wie lange am Stück oder wie lange in Summe werden die Sachen angezeigt? Und. Und es gibt ja noch verschiedene wirksame Präventionsmaßnahmen. Die können das Risiko dann wieder weiter senken. Mehr dazu gleich noch. Wirklich zu testen, ob es bei Fernsehern zu Burn-In kommen kann, ist extrem aufwendig. Artings hat vor über einem Jahr einen groß angelegten Stresstest gestartet und hierbei fällt als erstes auf, dass günstigere LCD-TVs schneller technische Probleme bekommen als die meisten OLEDs, auch nur einen Ansatz von Burn-In. Wir haben den Test auch in der Beschreibung verlinkt. Allerdings hat dieser kaum etwas mit einer realistischen Situation zu tun. Grundsätzlich kann man wirklich mittlerweile sagen, dass die OLED-Fernseher nicht schneller Burn-In bekommen, als andere Schäden mit der Zeit auftreten können, was aber alles extrem unwahrscheinlich ist. Nur in ganz bestimmten Fällen würde ich noch von OLEDs abraten, weil das Risiko dann etwas erhöht ist. Sollte man einen Fernseher nämlich ausschließlich oder zumindest täglich mehrere Stunden für Office-Arbeit nutzen oder immer denselben Nachrichtensender drauflaufen lassen, ist ein OLED nicht die beste Idee, aber auch nicht wirklich notwendig. Nur weil man viel am Zocken ist, kann man sich trotzdem einen OLED gönnen. Das Risiko ist echt gering genug und man kann ja wegen der OLED-Bildqualität auch noch besser in die Spiele eintauchen. Damit es bei deinem OLED wirklich nicht zu Burn-In kommt, solltest du ein paar Präventionsmaßnahmen treffen, beziehungsweise einfach nicht unwissentlich deaktivieren. Denn wenn du einen OLED-Fernseher neu kaufst, dann sind in der Regel alle Präventionsmaßnahmen schon aktiviert. Neben diesen präventiven Maßnahmen gibt es auch noch automatische oder manuell aktivierbare kurative Maßnahmen. Also Pflegeprogramme, wenn man so will. Ich zeige euch das mal beispielhaft am LG OLED G3. Das erste ist die Spitzenhelligkeit. Und ich meine damit nicht, dass diese
nur bei ca. 1500 Nits liegt, sondern dass die Helligkeit reduziert wird, je größer der helle Bereich auf dem Bildschirm ist. Außerdem wird bei statischen Bildern auch mit der Zeit einfach die Helligkeit gesenkt. Das nennt sich Automatic Brightness Limiter, kurz ABL. Und es funktioniert mittlerweile bei allen großen Herstellern so gut, dass es dir wahrscheinlich gar nicht auffallen wird. Den ABL müsst oder könnt ihr gar nicht einstellen, sondern der ist immer aktiv. Es gibt aber auch ein paar Sachen, die man hier in der OLED-Pflege einstellen kann. Dazu muss man als erstes einmal auf Allgemein gehen und dann unter OLED-Pflege in die OLED-Panel-Pflege rein. Und vielleicht hast du ja auch schon bemerkt, dass der Rand hier beim OLED verschieden dick ist. Das liegt daran, weil das Bild immer wieder um ein paar Pixel in alle Richtungen verschoben wird. Durch diese Bewegung der Anzeige können sich sehr feine Inhalte, wie ein Fadenkreuz zum Beispiel, nicht mehr so schnell einbrennen. Senderlogos, Untertitel und Co. können mit dem nächsten Punkt erkannt und automatisch runtergedimmt werden, damit auch die sich nicht einbrennen. Hier reicht in der Regel die Einstellung niedrig völlig aus. Die Empfehlungen zur Pflege haben wir jetzt deaktiviert. Ich würde einfach grundsätzlich immer vorschlagen, einen Fernseher einfach neutral und natürlich einzustellen, aber das ist ja auch wieder Geschmackssache. Den obersten Punkt, die Pixelreinigung, hatte ich noch nicht genannt. Dabei handelt es sich eigentlich sogar um zwei verschiedene kurative Maßnahmen. Die erste startet einfach automatisch, wenn der Fernseher länger in Betrieb war und man ihn dann ausschaltet. Damit wird die TFT-Schicht der OLEDs gereinigt, wenn man so will. Genau genommen ist das, was damit beseitigt wird, auch kein Burn-in. Aber es ist danach auf jeden Fall trotzdem weg. Die zweite ist der große Pixel-Refresher. Der ist erst nach Tausenden von Stunden nötig und gleicht, vereinfacht gesagt, die maximale Spitzenhelligkeit aller Pixel an die der schwächsten an. Bei LG ist das derselbe Menüpunkt. Man erkennt den großen Refresher daran, dass man eine Stunde statt hier der 10 Minuten warten muss. Und keine Angst, Artings hat auch von LG Display erfahren, dass man diese Refresher nicht zu oft machen kann. Sie werden nur immer weniger Effekt haben. Bei den anderen OLED-Herstellern, und das schließt die QD-OLEDs natürlich mit ein, gibt es die gleichen Maßnahmen, nur unter anderen Namen. Die jetzt alle zu erklären, wird zu viel für dieses eine Video. Aber wir hätten ja auch OLED-Fernseher von Panasonic, Philips, Samsung und Sony hier vor Ort, können das also auch mal in einem separaten Video nachholen. Sagt uns einfach in den Kommentaren Bescheid, wenn daran oder auch noch an anderen Einstellungen viel Interesse besteht. Eine Sache solltet ihr aber unabhängig vom Hersteller beachten. Den OLED nicht immer direkt vom Strom trennen. Denn nur mit Strom kann er im Hintergrund die Pixelreinigung durchführen, während der Fernseher eben gerade längere Zeit nicht läuft. Okay, dass es bei eurem aktuellen oder nächsten OLED-Fernseher nicht zu Burn-in kommt, kann ich euch nicht garantieren. Theoretisch ist es möglich. Aber, und das kann ich nicht deutlich genug sagen, es gibt für die meisten Leute echt überhaupt keinen Grund zur Sorge. Denn es dauert so lange, dass es dich nicht von der überlegenen Bildqualität abhalten sollte. Und es dauert eben länger, als andere Halbwertszeiten von anderen Elektrobauteilen sind. In der Beschreibung findet ihr noch mehr informative Links zum Thema Burn-in. Oh, und das, was ich in diesem Video über die OLEDs gesagt habe, schließt natürlich die QD-OLEDs mit ein. Wenn ihr mehr über die Unterschiede erfahren wollt, schaut am besten mal in dieses Video rein. Und wenn es euch nur um den besten Fernseher überhaupt geht, dann empfehle ich euch unser Shootout.